Hi und willkommen zu einer weiteren Folge Destiny 2. Schön, dass du mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut, kommentiert oder bewertet haben. In den letzten Folgen haben wir viel Gameplay auf Europa verbracht und konnten doch in einigen Quests weiterkommen und wir sind jetzt hier bei der fremden Exo, da wir auch weitere Quests abschließen möchtet. Fragmentquests. Die fremde Exo neigt ihren Kopf, während du dich näherst. Deine Fertigkeiten im Umgang mit der Stasis ist beeindruckend, sagt sie. Aber es gibt noch viel über die Dunkelheit zu lernen. Wie man sie beherrscht, wie man sie formt. Ich kann dir Führung anbieten, aber den Weg musst du selbst beschreiten. Jede Woche wird die fremde Exo zwei neue Quests anbieten, um Stasis-Fragmente freizuschalten. Fragmente sind vereinte Dunkelheitsenergie, die benutzt werden können, um die Fähigkeiten und Werte deiner Fokusse zu verändern. Sie werden in Fragmentfassungen ausgerüstet, die von Aspekten bereitgestellt werden. Kehre jede Woche für Anweisungen der Fremden zurück, um zu erfahren, wie man diese Fragmente erhalten kann. Das klingt doch schon mal sehr interessant. Bald. Und da haben wir Glovis Brays Arroganz, dargestellt in Diagrammen und Metriken. Unfassbar. Er hat in seiner Überheblichkeit versucht, eine Waffe zu bauen, mit der er die Zeit selbst krümmen wollte. Selbst mit diesen Kalibrierungsdaten bin ich nicht sicher, wie sie funktionieren sollte. Eine überlichtschnelle Kanone, die quer durch Sternsysteme feuern kann. Ich möchte nicht zulassen, dass es jemand herausfindet. Wir haben alles, was wir brauchen, um den Umbau der Waffe für unsere Zwecke abzuschließen. Was Glovis Absichten betrifft, sie sollen mit ihm in der Vergessenheit sterben. Keine Zeit für Erklärungen, Katalysator. Sehr schön. Alte Geheimnisse, neue Herausforderungen. Exo-Trainingsprotokolle? Der Sache auf den Grund zu gehen, war offenbar die richtige Entscheidung. Befasse dich mit ihnen, wann immer du willst, aber halte ihre Existenz vor dem Haus der Erlösung geheim. Wir dürfen ihnen nicht den kleinsten Halt geben, an dem sie sich hochziehen können. So, wir haben Fragmentquests, wöchentliche Quests freigeschaltet. Hier können wir in den Schmelztiegel, Vorhut und in den Gambit. Ich würde mal gerne die für die Vorhut annehmen. Können wir noch eine zweite? Schauen wir uns die Quests mal näher an. Umbrallflammen. Schließe die aufgelisteten Ziele in Strikes und Vorhut-Playlists ab. Okay. Und Umbrall-Infiltration. Sehr schön. Den Beutezug nehmen wir direkt mit. Und dann springen wir noch schnell zu Varix. Bei ihm können wir noch irgendwas abschließen. Kurzer Fußmarsch. Velask, Freundin. Europaklasse. Diese Rüstung wurde vor langer Zeit für harten Bedingungen auf Europa gefertigt. Nimm sie und nutze sie weise. Und der Europahelm. Diese Rüstung wurde vor langer Zeit für die harten Bedingungen auf Europa gefertigt. Nimm sie und nutze sie weise. Derselbe Text. Der Beinschutz bekommen wir auch. Was haben wir denn hier? Imperiumjagd. Besiege Philax, um die Operation des Hauses der Erlösung auf Europa zu stören. Okay, wir können hier dann jeweils nochmal in die Jagdquests rein. Wir nehmen seine Beutezüge mit. So, ein weiterer. Bei der Sabotage. Oh, hier haben wir einiges. Patrouillen abschließen. Europa-Kämpfer, Kinetik oder Energie und Powerwaffen. Imperium-Jagdquests abschließen. Besiege Kämpfer auf Europa mit Präzisionstodesstöße durch Kinetik oder Powerwaffen und in Gruppen von zwei oder mehr. Okay, interessant. Diese Sabotage-Quests werde ich mal ein anderes Mal angehen. Ja, in der heutigen Folge werden wir noch einmal etwas Zeit auf Europa verbringen, bevor wir uns gemeinsam in Richtung des Mondes begeben und diesen guten Mann hier mal aufsuchen und in die Kampagnenmission eine rätselhafte Störung einsteigert. Und zwar
würde ich gerne hier hinten die verlorene Klage mit euch mal aufsuchen. Wir sollen nämlich eine gigantische Exo finden. So, wir sind mal wieder auf dem Gleiter. Und reisen mal Richtung Bray Exo-Wissenschaft. Ein wenig Weg haben wir noch vor uns. Aber wir kommen dem Ziel schon näher. Die Gegner lassen wir jetzt einfach mal links liegen. So, hier runter noch. Und direkt hier rein. Einmal absteigen. Ja, ich habe heute mal das Scharfschützengewehr noch ausgerüstet. Und die Pistole. Für die Beutezüge von dem guten Benji. Nachher wechseln wir dann aufs Impulsgewehr. Dort habe ich auch noch Beutezug. Okay, da oben haben wir einen Marker. Das heißt, wir gehen mal in den zweiten Stock hier hoch. Ja. Nach da hinten weiter. Das ist jetzt ein komplett unerforschter Bereich, also hier war ich auch noch nie. Was ich jetzt auch immer wieder ein wenig vernachlässigt habe, war die Suche nach diesen Pinguinfiguren. Einmal entsiegeln. Jetzt habe ich den... Ne, hat gepasst. So. Hier mal noch kurz umschauen. Ich denke, hier wird es weitergehen. Sieht gut aus. Echt ein riesen Komplex, die Bray Exo-Wissenschaft. Captain. Sehr geil. Oh mein Gott. Satz mit X. Das war nix. Verdammt. Ja, genau, von Architekt eliminiert. Das war ein Missgeschick. So, wir gehen hier runter. Zu spät gesprungen. Oh, ich dachte, da ist eine Platte im Boden. Ja, okay, cooler Spawn. Ah, die ist zerbrochen, okay. Was haben wir hier hinten? Hier kommen wir nicht weiter. Dort kommen wir auch nicht weiter. Ja, wir können hier noch weiter nach unten.
Machen wir das doch. So. Einer ist hier noch. Nein. Okay. Ich werde das Gefühl nicht los. Ne, da hinten kommen wir noch durch. Ich dachte gerade, wir sind falsch. Die Kills zählen auf jeden Fall für die Beutezüge, das ist gut. Ja, ein bisschen kommt mir das bekannt vor. Ich war hier schon mal drin für einen Vorhut-Playlist-Aktivität. Künstliche Intelligenz aktiviert. Für wen verdammt haltet ihr euch? Verzeihung? Die Tiefsteinkrypta hat jahrhundertelang ohne Einmischung standgehalten. Und dann taucht euresgleichen aus dem Äther auf und zerstört meine Arbeit. Deine Arbeit? Bist du? Mehr als nur eine KI? In der Tat. Ich bin eine exakte Kopie des Bewusstseins von Clovis Bray, dem Ersten, das dank der Eindringlinge in der Krypta geweckt wurde. Die Hüter waren keine Eindringlinge. Sie wollten die Krypta vor den Gefallenen schützen. Gefallene? Eine Spezies, die nach dem Untergang aufgetaucht ist. Der Untergang? Klingt, als hätte ich viel nachzuholen. Wenn das alles stimmt, was du sagst, sollte ich mich wohl bei euch und euren Leuten bedanken. Vielleicht könntet ihr so lange davon absehen, mein Lebenswerk weiter zu zerstören. Eine Nachbildung des Bewusstseins von Clovis Bray. Sehr interessant. Künstliche Intelligenz aktiviert. Oh, ihr schon wieder. Und womit kann ich euch diesmal helfen? Es geht um unseren Freund Banshee, ein Exo. Er hatte Visionen von toten Exos und einer Klinge. Sie führten zu dir. Hast du Banshee gesagt? Ja, unser Waffenmeister. Wie interessant. Dann seid ihr also hinter der Klinge her. Wir wollen nur unserem Freund helfen, seine Visionen zu verstehen. Die Klinge hilft vielleicht dabei. Ja, ich weiß, wo sie ist. Wenn ihr sie wollt, dann beweist, dass ihr meiner Zeit würdig seid. Gleichfalls. Okay. Ein weiterer Schritt in der verlorenen Klage. Erweise dich der Clovis KI gegenüber als würdig, indem du die Vex auf ganz Europa mit Schwertern bekämpfst. Okay. Fortschritt gemacht. Simulation überleben. Kampagne. Simuliertes Fähigkeitentraining. Überlebe die extremen Wetterbedingungen, während du die Vex ausschaltest. Ah, das war das mit dem Sturm. Genau, das haben wir ja schon gemacht. In die Tiefsteinkrypta brauchen wir aktuell nicht gehen. Schauen wir mal in die Quests rein. Ich würde nämlich gerne noch hier weitermachen. In Dunkelheit geboren. Und dazu gehen wir in eine Vorhut-Playlist rein. Ich tue einmal mein Waffendeck ein bisschen umrüsten. Wir nehmen keine Zeit. Ist ein recht cooles Impulsgewehr. Und hier gehen wir auf die Trichternetz. Einmal in die Auswahl. Muss ich? Ausgerichtete Stasis, genau. Ich muss kurz den Stasis-Faktor noch ändern. Können wir auch mal kurz reingucken. Fragmente haben wir noch keine. Dann einmal in die Zielorte. Vorhut. Vorhut Strikes. Und go. Commander Zavala. Wir stimmen dem Feuerprobenritus zu. Die Kabale entsenden ihren Champion. Die Herausforderung wird angenommen.
Unser Blut fließt gemeinsam. Möge es zur Einheit führen. Okay, wir wurden ins Wächtergrab geschickt. Ich hasse Geschütztürme, habe ich das schon mal gesagt? Schöner Schuss. Okay. Ihr seid mutwillig in meinen imperialen Landpanzer, den Halfa Selectus, eingedrungen. Das ehrt mich. Möge euer Tod ruhmreich sein. Das wird er, mein Guter. Ja, ich freue mich so sehr auf die Aktivitäten auf dem Mond. Ich meine, dort kriegen wir dann auch den NPC, den wir noch brauchen. Der wichtige ist für Clan. Er atmet, er bewegt sich. Und er wird eure Knochen ausspucken. Jeder kennt Furcht, Commander. Manche lernen aus ihr. Andere lassen sich von ihr bestimmen. Was ist mit dir? Wir haben unsere Welt an die Schar verloren. Warum steht ihr uns nicht bei? Wir unterzeichnen keine Verträge mit einem Gewehr an der Brust. Entsendet euren Champion, Keitel. Machen wir diesem Kampf ein Ende. Meine Ehrengarde hat einen Platz in dieser Schlacht verdient. Ein Sieg hier wird ein Sieg für alle Kabale sein. Ach, ich hasse die Dinger. Habe ich das schon mal gesagt? Da oben und da oben. Einmal. Den sehe ich jetzt nicht. Okay. Da war weg. Ja, genau. Ich habe eine Granate auf ihn geschossen und bin gestorben dabei. Und weiter geht's. Mein Champion wartet am Ort der Ehre. Wieso verschwendet ihr Zeit in den Wartungsbereichen? Wir kümmern uns noch früh genug um euren Champion. Allerdings zerstören wir dabei womöglich euren Panzer. Ha! Wir sind Kabale. Wir vertilgen die Berge. Wir trinken das Meer. Ich kenne Geschichten von Feinden, die mächtigen Helden die Beine abschnitten. Mein Panzer lässt sich nicht so leicht fällen. Thank you.
Bim, bim, bim. So, Energiekern tragen. Mach die Gegner weg. Die stumm durch. Uiuiui. Bitte beleben, dankeschön. Wir können weiter. Die beiden Energiekerne sind platziert. Mit Botengängen für euren Commander. Genug. Auf zum Bossfight. Macht euren Champion bereit. Ja, schwere Munition habe ich nicht mehr allzu viel, aber es ist okay. So, sind die da? Let's go. Oh, voll daneben. Okay, da war immun. Um die Gegner kümmern. Schon nächste Stufe. Ja, perfekt. Komm, und down. Perfekt, sehr gut. Lasst uns bei einem Treffen über das Abkommen reden. Du magst klein und weich sein, Zavala. Aber du versteckst mächtige Stoßzähne. Danke. Okay, der Vorhut Strike wäre abgeschlossen. Und damit... Damit wären wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.